So, jetzt haben wir hier draußen eher das Thema Intercom noch. Mal gucken, mal gerade mal hier ein bisschen Platz machen. So, und zwar zeige ich euch das mal. Hier ist ja die Intercom, ne? Und wird ja von hier oben kann man die einstecken. Das heißt, wir werden das Kabel jetzt mal hier abschneiden. So. Und werden jetzt hier einen Schnellanschlussstecker drauf bauen. Aber ich sehe gerade, das Leberband brauche ich gleich noch. Der ist von Metz Connect, den habe ich schon mal, wo ich die andere Intercom damals montiert habe, bei einem Rallye vom Anfang bei den Videos. So, mit dem Schnellanschlussstecker mal drauf bauen. So, das können wir euch ein bisschen länger abisolieren. So. Schirm nach hinten. So, dann machen wir die einzelnen Schirme hier ab. So. Dass er wirklich auch mal klingeln kann, nicht immer klopfen muss. Und zwar bei diesem Modul hier muss man jetzt hier neben, ich schließe nach A an, das heißt unten müssen wir reinschieben, erst braun, ein bisschen sortieren wir, was kommt nach unten, was nach oben, das kommt nach unten, was haben wir noch unten, orange, ne Quatsch, grün, so und die kommen nach oben. So, und das ist ein bisschen Fummelskram, diese Kabel hier durchzuschieben unten. Da sind Löcher drin. So, das fängt an mit braun, genau. So, die müssen unten durchgeschoben werden. Natürlich alle vier gleichzeitig. Ne? Deshalb bin ich immer, ja, wenn das jetzt LSA wäre, würde mir das besser gefallen. So. Jetzt machen wir hier erstmal hier unseren Klemmbügel hier drüber, über den Schirm und das Kabel, dass das fest ist. So. Und jetzt oben kommt, fängt mit weiß an und dann orange. Orange und dann kommt weiß und blau. Drehen wir den ein bisschen mal gerade raus. Weiß und blau. So, jetzt muss ich im Auto mal gucken, ob ich einen feinen Seitenschneider habe. Oder wenn das Cuttermesser scharf ist, kriegen wir das auch damit abgeschnitten. Gucken wir jetzt mal. Klack, klappt. Dann hier unten auch vorne bündig abschneiden. So, dass die alle vorne bündig abgeschnitten sind. Und dann kommt dieser Stecker hier. Hier oben drauf. So, da holen wir jetzt mal gerade eine Wasserpumpenzange. Die hatten wir noch eben da hinten gehabt, also liegt die im Auto. Da habe ich nämlich eben reingeschmissen. So. Habe ich gerade Isoband aus dem Auto mitbringen können. Jetzt wird dieser Stecker hier zusammengepresst, bis der einrastet. Und dann tun die Dinger sich connecten. So. Schön zusammen. Abziehbild ab.
So, jetzt bewegen wir das Isolierband drum, dass der Stecker auf jeden Fall, weil er so aus Metall ja ist, keinen Kontakt zur Leiterbahn kriegt. Haben wir gerade noch ein Rollchen Isoband aus dem Auto. Aber ich hab's jetzt in der Tasche. Es liegt im Haus. Doing. Na, ist halt auch so knochenhart gefroren. Ja, so ist es hier in Bayern. Obwohl im Westerwald bei uns ist genauso kalt. So. Jetzt wickeln wir den Stecker hier hinten ein. Dass der keinen Kontakt kriegen kann. Ne? So. Und dann stecken wir den hier hinten in diese Netzwerkbuchse ein, die hier frei ist. Klick. So, jetzt geht er nach oben, wie ich es eben gesagt habe. Das passt ja. Ne? Und dann sind hier so Sicherheitsschrauben dabei. Und ein passender Schraubenzieher. Und dann schrauben wir das Ding hier rein. So. Ich habe hier natürlich die ganze Zeit im Weg. Ja, das ist ein bisschen blöd, beim Dunkeln so eine Aktion zu treiben. Aber das ist jetzt gerade Samstagabend und wollte das noch fertig haben. So. So. Schön Intercom. Gut, und jetzt gucken wir, was wir da drin alles machen. Müssen wir ja noch anschließen, auf der anderen Seite. So, bei der Sprechanlage liegt dabei normalerweise ein PoE-Adapter, wo ich mit dem Netzwerk von einem Switch drauf gehe. Da drin wird dann Strom erzeugt über die vier freien Adern, wird die Sprechanlage mit versorgt. Hier haben wir ja einen PoE-Switch drin, ne? Das heißt, der kann das alles komplett mit versorgen. So, und da habe ich jetzt im Prinzip die 12 über die Sprechanlage. Hab die hier oben drauf gesteckt. Ja, so, und jetzt gehen wir mal in die Software. So, dann gehen wir mal in die Programmierung. Bildschirmaufzeichnung starten. Bling. So, jetzt verbinden wir uns erstmal gerade. Verbinden. Düm, 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 dauer, dauer. So. Und jetzt gehen wir auf Netzwerkgeräte. Netzwerkgeräte suchen. Und gucken wir, ob wir jetzt gleich die Sprechanlage finden. Da ist er. So. Konfigurieren. So, IP-Adresse ist die 178.99.1, DNS, weiter. Punkt 99, das lassen wir erstmal so. Und die Zugangsdaten, gucken, ob er es meckert. Ja. So, ignorieren. Ah, halt, ach scheiße. Egal, machen wir, gehen wir gleich ganz normal rein, ändere das gleich nochmal. Außenbereich. Montage, Ort, Haus, Tür. Übernehmen. So. Zack. Konfigurieren. Punkt 178. Weiter. Haben wir noch nicht extern, intern, erstmal so. Fertigstellen.
auch ignorieren. Das machen wir gleich. So. Okay. Okay. So, es ist ja auch hier drin. So, und jetzt müssen wir die gleich schon noch ein bisschen parametrieren. Jetzt gehen wir in den Explorer. So, 99. Mal gucken, ob er es gefressen hat. Ich glaube wahrscheinlich nicht. Top. Hat er ja die IP-Adresse. So, dieser Admin hat mir drin gelassen, denke ich mal. Nee. So, nicht bald. So. IP-Adresse haben wir. Passt so. Erweitert. So. Benutzerverwaltung. Den Benutzer wollen wir einen neuen hinzufügen. Der Benutzer heißt jetzt, ich sag mal, in dem Fall heißen wir den, ist Markus. So, neues Passwort. Passwort wiederholen. Speichern. Ach, ich habe da keine Berechtigung angegeben. Ändern. So, die Zugangsebene für Markus ist Admin. Speichern. So. Und jetzt zurück zum Start. Und ich glaube, jetzt muss ich überlegen. Hier müssen wir aber noch mehr einstellen. Video anzeigen. So sieht es draußen gerade aus. Da steht mal ein Bus voll Schnee am Dach. Zurück zum Start. Da kann ich das Bild jetzt so gerade hier in der Darstellung schlechter. Fernsteuerung brauchen wir nicht. So. Und jetzt mal gehen wir dann hier, wenn wir es zurück zum Start, müssen wir irgendwo nochmal speichern, ich glaube nicht, gucken wir gerade mal. So, was haben wir dann mal speichern, dass alles behält. Sollen wir dann neu starten? Gehe ich mal von aus. So, jetzt tun wir in der Config. Host für Videostream, lassen wir so. Benutzername war in dem Fall immer Markus. Ne? Hoppla, falsch geschrieben. So. Und jetzt gehen wir in die 98. 99 war die Video und 98 ist Audio. Da braucht das Klingelknöpfchen und der ganze Kram drüber läuft. Ne? Wir hatten den Admin drin gelassen. So, das ändern wir jetzt gleich ab. Erweitert. So, Einstellungen Hardware. So, hier muss man die IP-Adresse des Miniservers eintragen. Das wäre die 192, 168, 178.210. Speichern. So. So, jetzt gehen wir dann hier, so, das ist drin. Audio, jetzt muss ich gerade gucken, war hier noch eine Option, die man einstellen muss. Nö, da kann man auch mit Pegelwissen anfangen. Gesprächsdauer 3 Minuten, kann man so lassen. Zurück zum Start. So, Einstellungen Hardware hatten wir, halt zurück zum Start. Updates brauchen wir eigentlich nicht. Jetzt muss ich überlegen, wo kann man denn jetzt hier die
Voice over IP. Lassen wir es so. SIP, das machen wir, wenn wir den externen Zugang hier haben. Den haben wir noch nicht. Können wir das einstellen? System. So, das Administrator-Passwort ändern wir jetzt mal ab. Machen wir auch eins rein. Das war falsch geschrieben. So, und dann werden wir hier jetzt Host, so Benutzernamen, Audio intern. Ach, Kennwort Audio, da haben wir es doch. Administrator Kennwort, genau. Nee. Das ist blöd. So, Benutzername Audio extern, Benutzername Audio intern, weil er ist der Admin, ist der Benutzer. Gut, so, und jetzt tun wir das Modul, ob er nicht hierhin halt. Jetzt gehen wir doch EG Außenbereich, doch passt. Ziehen wir das Modul hier rein. Die Musikserver-Zonen sind alle abgehakt. Terrasse lassen wir, da brauchst du jetzt noch nicht zu klingen, können wir später dazu nehmen, weil da gibt es noch keinen Lautsprecher. Da komme ich nur nicht hin. Da ist noch ein Loch. Da komme ich mir leider nicht hin. So. Und jetzt werden wir dies in die Mini selber speichern. Und dann gehen wir hier auf Test, Webinterface, Aufruf mit lokaler Adresse. Der Start ist gerade neu. Ein bisschen warten. So, jetzt müsste er wieder online sein. So, jetzt gehen wir auf Raum, Außenbereich, Türsteuerung, also Überwachung, Türsteuerung und sehen da ein Bild. Nur leider gerade draußen ist es gerade Schnee plus, jetzt geht natürlich die Bildschirmaufzeichnung aus, ist aber gerade nicht schlimm. Ja, ich weiß. Und jetzt gehen wir mal raus und werden mal klingeln. Ah, wir können gerade nochmal Bildschirmaufzeichnung. Lassen wir ruhig mal laufen. Kann parallel dazu laufen. So. Und jetzt gehen wir mal gucken. Es hat schon mal Ding-Dong gemacht. Es hat schon mal Ding-Dong gemacht. Ne? So, und jetzt haben wir Aktivität. So, jetzt kann man gucken. Ja, ich habe an der Seite gestanden, nicht davor. Jetzt kann man das Bild gerade sehen. So. Hier gibt es nämlich Aktivität, ja. Wo man dann gucken kann, wann jemand wo geklingelt hat. Gut. Jetzt tue ich im Handy dann mal Audio testen.
So, und jetzt gehen wir nochmal in die Config. Und zwar haben wir hier neben noch, wenn ihr euch eben das in der App gesehen habt, gibt es hier halt, wir müssen hier drauf gehen. So, ja, machen wir doch. Wenn man hier hochscrollt, da, wir haben einmal hier Licht als Taster. So. Und zwar ist das hier der Ausgang Q1. Ne? Und den Q1 machen wir, wenn er da drauf klickt, ich überlege gerade, wir könnten das Licht vor der Haustür, ich überlege gerade, wie können wir das zeitgesteuert machen, der Ausgang, Außenlampe, Haustürseite, Akku 4. Überlege ich gerade, ob man das hinkriegen kann oder ob man einen Trigger braucht. Ne, scheiße, das ist ja Trigger. Wir könnten. Wir wollen ja nur die Nummer 4 ansteuern. Das heißt, wir machen das. Im I4. Wollen wir ja nur ansteuern. Das könnte man ja hier machen, einen F5, einen boah, wie heißen die Dinger? Komfortschalter? Heißt der so? Mal überlegen, wie der heißt. Kann der auch noch vor Ausgänge. Der hat nur digitalen Ausgang, nützt mir nichts. Ich muss ja einen Impuls am Ausgang haben. Entfernen. Das wäre jetzt mal ein Versuch wert. Und zwar, ich mache, hiermit trigger ich den I4 an. Lege das hier drauf und das auch auf den I4. Das heißt, wir starten es und tun es in einer Zeit wieder ausschalten. Also mit, hoppla, ach, Bildschirmaufzeichnung. Bing. So. Und sagen jetzt einfach mal, stellen wir einfach mal ein 10 Sekunden. Ich bin schon mal gespannt, ob das funktioniert. Und jetzt setzen wir mal auf eine Sekunde. Sonst probieren wir es mal aus. So, speichern. Jetzt nehme ich mir nämlich mal die App. Gucken, ob er das macht. Jetzt gehen wir gleich mal in die Live View. Und gucken wir uns mal an, ob das so geht, was ich hier vorhabe. Nur der Ausgang 4, man kann ja Eingang 1 bis 4 kann man ja vorne direkt ansteuern. Die Frage ist nur, wenn der schon an ist. Jetzt gucken wir mal, was dann passiert. Was sehen wir jetzt gleich mal? Also ich müsste eigentlich abfragen, ob der schon an ist. Dass ich quasi sag, das müssen wir anders machen, genau. Der ganze Spaß hier, den machen wir nur, wenn F5 und so Q1 halt also auf den verzögerten und auch wieder unter den E4. So, und nehmen hier den Ausgang 4, ist ein geschalteter Ausgang, nicht. Der muss aus sein. Ne, warte mal, der muss aus sein, damit das funktioniert. Man denke ich gerade richtig. Momentan wäre ja, wenn die Lampe ist, glaube ich, gerade an. Warte mal, Live View starten. Momentan ist die Außenlampe ja an. Das heißt genau, dann ist wieder aus. Wieder richtig, glaube ich, wenn ich richtig umdenke. Gucken wir es mal, speichern das mal.
Gleich ein bisschen schöner anordnen. So, jetzt sind wir in der Live View. So, man hat die Lampe an. Das heißt, wenn ich jetzt auf den Taster drücke, Licht kommt, aber warum kommt da kein Ausgang? Ist gerade blöd. Oder sieht man das nicht, weil das so kurz ist? Mir gerade irgendwie nicht. So, dann machen wir die Lampe erstmal da draußen aus. Aus. So. Wenn wir jetzt den Taster drücken, Licht an, okay. So, jetzt gucken wir, soll das nach 10 Sekunden, müsste der Impuls kommen, um es auszuschalten. Ja, funktioniert. Gut. Das heißt, wir werden erstmal den Baustein ausrichten. Ja, kriegt ihr auch nicht so sauber hin bei meinen vielen Querlinien hier. Ja, das ist ein bisschen chaotisch jetzt. So. Und zwar hat man nämlich hier auch noch die Variante drin, dass beim Impulssonnenuntergang geht das Licht hier an dem Eingang an. Das ist hier die zweite Szene, das zeige ich euch gerade mal hier. Die Stimmung hier, T5-2, ne? Hauseingang Nord. Ne? Da ist nur bei der Haustür das Licht an. Die mit dem Impulssonnenuntergang wird die eingeschaltet und dann hier Impuls um 20 Uhr wird das resettet. So. Das ist eigentlich die Außenbeleuchtung erstmal gerade, sonst das ist alles manuell einschaltbar. Und jetzt haben wir es ja mit dem Verzögerungsbaustein gemacht. Jetzt machen wir dann hier, sagen wir mal, 200 Sekunden. So, da es ja funktioniert, können wir es ja ohne Probleme so speichern. Passt. Das heißt, in der App die Taste Licht steuert das dann im Prinzip an. Das können wir jetzt auch gleich mal gucken. Müsste das Bild ja auch heller werden. In der App. Warum ich eben mit dem Handy auch den Ton getestet habe, hat damit zu tun, weil mit dem Rechner kann ich ja nicht reden. Und die Türstation bedienen, das geht nur im Handy. Oder mit dem Pad. Da kann man, wie gesagt, alles dran programmieren. Da kann ich auch sagen, wenn wir das Tor öffnen, Tor schließen, sowas. Und zwar, wenn wir hier in der Türsteuerung. Hier kann ich zum Beispiel zugeordnete Intercom, ist ja die Haustür. Ne? Konfiguriere die Ruftaste 1, die erste Taste, die wir da reingemacht haben. Die haben wir Licht genannt. Ne? Also diese Ruftaste ist eigentlich hier nicht relevant. Das wäre bei der Oxon XL interessant. Haben wir ja nicht. So, Bezeichnung für Funktions 1 für die Visualisierung. Haben wir hier reingeschrieben Licht. Jetzt können wir hier reinschreiben Tor und so weiter. Was man drei Sachen, die man machen kann. Und dann kannst du hier am Ausgang definieren. Schaltausgang 1 aus der Visualisierung, 2 und 3. Und die erste haben wir Licht genannt und das passt so. So, jetzt können wir das ist ja hochgefahren. Und jetzt können wir dann nochmal auf Überwachung hier gehen. So, jetzt schalten wir das Licht ein. Upp, es ist mir schwer hell geworden. Ne? Jetzt regelt er nach, ne? So, und schon haben wir schon ein ganz anderes Bild, ne? So, Licht aus. Mann, der geht ja gar nicht. Wenn ich nochmal drauf drücke, passiert ja gar nichts. Ist auch schon mal gut. Sondern jetzt müsste das ja quasi, aber jetzt so viele Sekunden warten wir jetzt nicht. Aus. So. Jetzt geben wir die Config zurück. Gut, haben wir das auch drin. Passt. Wunderbar.
Na gut, also das heißt, wir sehen, die Intercom ist relativ einfach zu parametrieren. Was dann noch ein bisschen dazu kommt, ist, wenn wir nächstes Mal dann noch einrichten, diesen externen Zugang für Audio. Video würden wir dann eine Port-Weiterleitung noch in den Router machen. Können wir aber jetzt gerade nicht machen, weil wir noch keinen externen Zugang haben. Weil dann können wir dann in dem, wenn wir jetzt hier auf zum Beispiel Intercom SIP gehen. Hat er mal das Passwort hier auch geändert. Ne? Wieso Zugriff verweigert? Hey, wieso verweigerst du meinen Zugriff? So, dann kann man nämlich bei Voice over IP eine SIP-Sache einstellen, hier das hier alles. Das machen wir, wenn wir den Zugang von extern haben, der fehlt noch. Weil hier der Provider hat den nicht im Programm, also muss man zusätzlich dazu kaufen. Gut. Jo, haben wir das schon mal drin.